Oh, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Fahrer immer noch in so einem Fallenstellergebiet, wo ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich soll einen Anführer erledigen in Douglas. Naja, eliminiere den Fallensteller-Anführer und wie es ausschaut, ist nur noch er übrig. Deswegen versuchen wir ihn mal zu erledigen ohne Probleme. Versteht, versteht. Hilfe, ja. Bitte 20 Stimpaks. Irgendwie so. Okay, ich werde nicht gierig werden. 18. Das wär's. Das ist nicht 18. Den Trick würde ich selber gern mal lernen. Ja. 11 Stimpaks. Oh Gott. Wie sind wir dazu gekommen? Jetzt mal ernsthaft. Ich war immer so ungefähr 50 und so. Da ist der Leuchtturm, da war der doch. Nee. Natürlich. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Das Geld, danke. Ich habe den noch letztens gesehen. Ist der blöde Turm. Ich könnte auch mal auf die Karte gucken, da wäre vielleicht auch eine Idee. Irgendwo da, genau. Jetzt sieht man den natürlich nicht. Also, ich gehe mal so rein. Wenn so aus der Ferne irgendwie erledigen, aber also nicht. Das funktioniert. Ich kletter einfach da hoch und schnapp mir den, schmeiß den da runter oder was weiß ich. Scheiße, sind da überall Fallen, ne? Im Weg da oben hin. Ja, hier ist schon mal Feuer. Warte mal, kann ich ausdutzen. Vielleicht. Jetzt sind da sowas von Fallen irgendwie. Lässt mich doch bestimmt nicht einfach hier hoch spazieren. Anscheinend doch. Ich habe wieder voll AP wegen meiner Autoheilung Fähigkeit. Wo ist der? Hier ein Silver Shroud. Jetzt sowieso schon vorbei. Na, was geht? Hört da überhaupt nichts aus. Wurf, Wurf. Du bist auch. Du bist nicht zum Legendären. Also, oh Gott, der macht aber Schaden. Bam, und. Nein. Ja. Oh Gott. Sehr gut. Mein kaputt, ich möchte jetzt nicht noch ein Stimpack und so verballern. Geheimnisvolles Holoband. Ah, gehen wir da, das kriegen wir wahrscheinlich wieder irgendwas missionsmäßig, ne? Ich bin am so Arsch. Schnell. Armor ab, genau. Scheißnebel. Man sollte meinen, ein Leuchtturm wäre gut zu sehen. Aber nicht hier. Was für ein Nebel. Unglaublich, dass ich mich dazu überreden ließ. Woher will ich wissen, dass diese Frau nicht verrückt ist? Langsam glaube ich, dass sie sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
einen Fallensteller erledigen, um den Tod ihres Mannes zu rächen. Es klang so einfach. Hätte ich diese gottverlassene Insel doch nie betreten. Scheiße, da kommt was. Ja. Okay, das war wahrscheinlich kurz bevor ich hier aufgetaucht bin, oder? Weil da waren die Jungs erwischt. Ja, was von dem Beute klauen wollte, die wir bei einem Händler gemacht haben. Musste ihn einen verfassen. Aber nur ins Bein. Hab das Zeug in einen Koffer mit einem Fischernetz versenkt. Den Schlüssel behalte ich. Ein Koffer mit einem Fischernetz. Du hast aber keinen Schlüssel, Kollege. Ach da, okay. Ja, die Kiste, ne? Ach da. Oder? Liegt da hier. Okay. Die Frau denkt sich dann noch au. Ausgezeichnet. Du hast im Kampf eine 5% höhere VATS-Chance gegen Tiere. Prozent höhere VATS-Trefferchance oder was? Okay, da ist schon wieder was, was man gebrauchen könnte. Ja, I approve of this. Okay, dann nehme ich mal an, das Ding ist verschlossen und ich kann es nicht öffnen oder auch nicht. Der Glasschlüssel. Ich will nur auf ein Fischernetz suchen. Immer an irgendwo da. Okay. Was ist denn hier noch? Lacht jetzt mal wieder Ruhe. Section Counter, schon lange nichts mehr hier gehackt. Cool. Okay. Irgendwas versenkt in einem Fischernetz. Ist ja bestimmt irgendwo da. Weg wird doch schon so irgendwie dahin. Mit der Power mal eins noch wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Da. Liegt auch schon was. Ist der Ratze. Was? Dieser Geruch. Puh, da wünscht man sich eine dieser Vorkriegsatemmasken. Nicht mal gucken. Schon alles gewesen sein. Ja. Plündernde Sachen. Ja. Ich wollte schon sagen, ich habe einen Schlüssel bekommen. Ist auch nicht so. So knorke, wie ich mir vorgestellt habe. Gut. Was ist denn da noch? Geh mal dahin. Okay. Hui. Wuff.
Oh mein Gott, kriege ich Strahlung, wie blöd. Meine Fresse. Und zwar für nichts, sagt er, wer zählt von beiden. Na gut, hier gibt's aber nichts. Doof. Na gut, dann weiß ich nicht. Ja, wieder zurück zur alten Frau und geben die Mission ab. Und holen uns hoffentlich irgendwie eine geile Belohnung ab. Also Kronkorken. Und Erfahrungspunkte. Und ich muss das auch nachts abgeben. Weil wegen meinem Intelligenzboost jetzt. Ne? So kleine Sachen. Die bringen's. Sieht voll hart aus. Hart. Oder auch nicht. Komm noch herein. Oder auch nicht. Soll ich dann auch den nächsten Rang erstmal holen? Wie ist der Tag? Jetzt kann ich aber nicht warten, wenn es dunkel wird. Hm. Ich die hier hinstelle, an schnappt die mir doch keine weg, ne? Werkzeuge gefunden? Nein. Frische Lieferung. Alles für die Gesundheit. Ja, wollte ich. Hin. Geht nicht. Irgendwo ein Stuhl, wo ich sitzen kann. Für ein paar Stunden. Ich muss warten, bis es nachts wird. Ah, so, ein Weg. Jemand geht da rein und schnappt sich da teil. Dann schlage ich den. So, bis die Flora hat wieder. Nachtmensch hieß das, genau. 18 und 6 Uhr. Oh. Also 18 Stunden. 8 Stunden. Nee. Noch länger. Links noch da, gut. Jetzt ist 18. Kann ich eine normale Uhr anzeigen? Ab AM und PM. Kann ich mir die merken? So. Bloß nicht die volle wieder reinpacken, du Volltrottel. Geh zu Alan. Ich habe keine Zeit für dich. Wer will denn mit dir reden? Niemand hat Zeit für dich. Ich müsste. Wie sieht meine Verteilung? 100. Was? Aber kriege ich überhaupt einen Bonus dadurch? 127? Was? Ich krieg was? Wenn ich das Ding trage, habe ich weniger. Was? 100, hä? Meine Verteidigung wird runter? Wie dämlich ist das denn? Oh mein Gott. Die kommt sowas von weg. Obwohl, warum ich so viel Schaden bekommen habe. Der Fallsteller, der deinen Mann getötet hat, lebt nicht mehr. Dann ist es vorbei. Endlich vorbei. All die Toten, all die Schuld. Endlich beglichen. Und es war niemand aus Fahrhaber, der sich der Insel stellte und die Daltons rächt. Das warst du, jemand Fremdes, ein Festlandbewohner. Das letzte Kapitel ist geschrieben. Die Geschichte ist zu Ende.
Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erlebe. Danke. Ich habe ein Holoband gefunden, vom letzten am Leuchtturm. Er hielt eine Geschichte für eine Lüge. Ist sie das? Gelogen? Nein, sie ist wahr, zumindest im Kern. War auch etwas Übertreibung dabei? Vielleicht. Aber manche Dinge sind wichtiger als die Wahrheit. Nehmen wir dich zum Beispiel. Du hast die Gefahren der Insel gesehen und überlebt. Du hast etwas Wichtiges gelernt. Ja. Außerdem hat die Insel ebenfalls etwas gelernt. Sie weiß, dass du kein planloser Festlandbewohner bist, der sich im Nebel sofort verirrt. Die Insel wird dich jetzt respektieren. Das kann ich nur über die wenigsten sagen, die mit diesem Boot kommen. Ich bin weniger an deiner Rachegeschichte als an meiner Bezahlung interessiert. Aha. Nun, du bist fremd auf unserer Insel. Daher kann ich nicht erwarten, dass du verstehst, was wirklich wichtig ist. Jede gute Geschichte braucht ein Happy End, oder? Der Held findet den Schatz, rettet den Liebling und reitet in den Sonnenuntergang. Okay, Longfellow, ich reite auf den in den Sonnenuntergang. Um mich auf ein Pferd zu schwingen. Aber ich habe sowas Ähnliches wie einen Schatz. Das ist ein Erbstück. Es gehört meiner Familie schon. Lass mich nachdenken. Mindestens eine oder zwei Generationen. Es gibt keine Daltons mehr, die das Ding erben könnten. Also kann ich es auch dir überlassen. Die Insel kennt diese Waffe. Oh ja. Wenn du sie bei dir hast, wird dich die Insel ernst nehmen. Okay, eine Waffe. Das ist das Ende. Jetzt kann ich ruhig schlafen, denn es wird nichts Unvollendetes geben, wenn ich sterbe. Dann mal los. Meine Geschichte ist vorbei, aber deine? Ich glaube, die wird gerade erst interessant. This is your story. Mann, blöden Angelhaken. Blutige Flut. Ich dachte, irgendwas halbwegs Anständiges, aber nein. Du bist ein seltsamer Vogel. Obwohl unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen, hilfst du uns dennoch immer wieder. Verrat es mir. Warum tust du das? Wegen dem Geld. Wegen der Kronkorken. Ist das wirklich wichtig? Wohl nicht. Die meisten Menschen hier sind ziemlich konservativ. Es ist egal, wie sehr du dich um ihre Anerkennung bemühst. Verdammt, meine Familie hat 3 Generationen gebraucht, bevor die Daltons uns einen Kanten Brot verkauften. Aber es gibt einen Weg, der gelinde gesagt wahnsinnig ist, wie du auch den störrigsten Esel überzeugen kannst. Dann lass mal hören. In der alten Zeit wurden Anführer durch den sogenannten Kapitänstanz ausgewählt. Der Legende nach stapften die härtesten, übelsten und schlicht wahnsinnigsten Anwärter ins Wasser, wo sie das Schlimmste anlockten, was die Insel in petto hatte. Sobald der Möchtegern-Kapitän die Meyerlurk-Königin oder die Nebelkriecher oder was auch immer besiegt hatte, lud er die ganze Insel zu einem Festmahl ein. Wenn du das tust, naja, dann wirst du nicht Kapitän, aber du verdienst dir Respekt von allen. Okay, ich bin bereit, zur Legende zu werden. Echt jetzt? Warum nicht? Ich lach mich tot. Es gibt ein altes Meyerlurk-Jagdgebiet bei Emmets Causeway. Ein tückischer Streifen entlang der Küste. Wenn du dort ein Stück Fleisch ins Wasser wirfst, werden das Blut und die Eingeweide sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Und dann wartest du. Ich sorge dafür, dass ein oder zwei Zeugen auftauchen. Das wird dem Rest dieser Bauern zeigen, dass du dazugehörst. Okay. Aber wenn... Bevor ich das mache, werde ich erstmal ins Ödland zurückgehen. Und weiß ich nicht, irgendwie Stimpaks oder so schaffen, oder keine Ahnung. Mein Gott, guck dich meine ganzen Werte hier an. Oh. Erfahrungspunkte. Ha. Früher waren die Daltons eine wichtige Familie. Ja, gute Erfahrungspunkte bekommen. Gut, dann haben wir. Meine Güte, hier. Noch mal, was ist das denn überhaupt?
Okay. Dann weiß ich nicht. Ich auf Screen wieder Munition und so holen und weil ich ein bisschen Erfahrung sammeln durch wenn ich Essen machen oder irgendwie sowas, werde ich schon einfallen lassen. Power Armor werde ich auch zu Hause lassen, weil die bringt ja anscheinend nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.